Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute lassen wir mal wieder das Los entscheiden, was ich in mein Gesicht packen werde. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dafür habe ich hier vor mir stehen mal wieder meinen Laptop, wo ich dann gleich die jeweiligen Zahlen eingeben werde. Hier habe ich meine Losbox mit den ganzen Zettelchen. Das, was ich am meisten habe, sind Lidschattenpaletten. Und hier habe ich noch eine Euro-Münze, weil ich nachher auch noch eine Münze werfen muss, ob ich eine Face-Palette verwende oder ob ich Blush Bronzer Highlighter separat verwende. Es wird auch in diesem Video eine Verlosung geben, was es zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst, kommt gleich im Laufe des Videos. Also würde ich einfach mal sagen, wir starten. Als erstes ziehen wir uns den Primer. Da habe ich hier die Nummer 59. 59 Primer habe ich nicht. Ich fange dann immer wieder von oben an zu zählen, denn ich habe mir das Ganze auch alphabetisch geordnet. Genau, so ist das. Da ich 37 Primer besitze, ist es der Primer Nummer 22. Da haben wir den Kiko Skin Tone Face Base Primer. Das ist dieser hier. Der ist grün. Yep, ich habe mich an dem Finger geschnitten. Bitte missachtet das ein bisschen. Die Konsistenz ist ja relativ fest. Und der soll halt auch so ein bisschen dafür sorgen, dass das Gesicht angeglichen wird und die Rötungen kaschiert werden und alles so in eins überfließt. Sieht recht gut ein, deswegen nehme ich mir jetzt auch ein bisschen was nach. Du hast jetzt nicht irgendwie einen Grünschleier auf der Haut oder so. Es ist halt einfach ein feuchtigkeitsspendender Primer, der auch einfach so ein bisschen das Make-up fixieren wird und Rötung kaschieren soll. Macht er jetzt nicht so intensiv, also man sieht immer noch Rötungen durch, aber dafür ist es halt ein Primer und keine Foundation. Weiter geht es mit Foundation. Da habe ich die Nummer 44. Ich habe insgesamt 36 Foundations, daher ziehe ich das dann von der 44 ab, komme zu 8. Essence, You Better Work. Gymproof and Waterproof Tinted Day Cream. Das ist ja wenig heute, wa? Tja, dann lassen wir das Gesicht halt einfach mal natürlich sein. Immerhin hat es einen Lichtschutzfaktor, was ich sehr schön finde und sowas. Also dieses Produkt verwende ich halt auch gerne im Alltag. Es ist sehr, sehr flüssig und ja, ne, was soll ich da groß zu sagen? Ich verteile das normal mit meinen Fingern. Das ist einfach nur eine getönte Tagescreme. Mehr ist es nicht. Mehr darf ich heute nicht. Alle Produkte sind selbstverständlich, wie immer, unten in der Infobox verlinkt. Da kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Ja, wenn du möchtest. Musst du aber nicht. Da muss man nicht viel ausblenden, denn sie hat ungefähr gar keine Tönung. Also eine ganz, 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 ganz leichte. Also sie gleicht wirklich minimal die Geschichten an im Gesicht. Aber es ist jetzt nichts Exzessives. Concealer. Ich habe 22 Concealer und ziehe die 71. Da kommen wir dann zu der Nummer 5. Es geht dezent weiter mit dem Essence High Beauty Under Eye Brightening Concealer. Das ist dieser hier in der Farbe Rosé Beige und auch den trage ich halt sehr gerne so im Alltag, um halt meine untere Augenpartie aufzuhellen und gerade so am Morgen für ein bisschen Frische zu sorgen. Das hat sich gereimt, voll cool, oder? Aber es ist jetzt eigentlich in dem Sinne kein abdeckender, krasser Concealer, mit dem man da jetzt weiß Gott was kaschieren könnte. Aber gut, dann werden wir heute halt ein bisschen natürlich bleiben. Und den muss man sich nicht mit dem Schwämmchen eintapern, das mache ich einfach mit dem Finger. Das Ergebnis ist jetzt sehr natürlich, wenn man das mal so sehen kann, darf, möchte, wie auch immer. Finde ich aber schön, ne? Das ist jetzt schon, dass die natürliche Strahlkraft der Haut einfach mehr hervorgehoben wird. Und im Prinzip habe ich mir jetzt drei Pflegeprodukte aufgegeben, die so auch eine minimal korrigierende Funktion mit dabei hatten. Eigentlich ganz cool. Puder habe ich insgesamt 27 aktuell. Und da ziehe ich jetzt die Nummer 66. Das heißt, wir sind bei der Nummer 12. Weiter geht es in der Drogeriereihe scheinbar. Essence You Better Work Gymproof and Waterproof Fixing Powder. Genau, das ist dieses hier. Das ist so ein transparentes Puder, was aber eigentlich die Base fixieren sollte. Gibt jetzt gerade nicht so viel zu fixieren, es ist einfach weiß. Gebe ich mir einfach eine tupfende Bewegung aufs Gesicht und muss ja nicht jetzt so viel setten, aber ein bisschen was sette ich jetzt einfach mal.
Kopf oder Zahl, genau, das müssen wir erstmal machen. Kopf heißt, wir nehmen die Face-Paletten. Zahl heißt, wir nehmen jedes Produkt einzeln. Wenn ich da jetzt auch schon gleich wieder Essence ziehe, ne? Das ist ja echt ein Full-Face-Essence hier fast, abgesehen von dem Primer, den ich jetzt hier habe. So, wir haben Kopf, das heißt, wir ziehen eine Palette. Face-Paletten habe ich 14. Und ich ziehe die Nummer 63. Da sind wir bei der Nummer 7. Love x Letizia Lemak habe ich hier die Face-Palette, die eigentlich leider überhaupt nicht dezent ist und nicht so ganz zum dezenten Look passt, aber wir schaffen das. Bronzer. Ja, ist glaube ich ein bisschen dunkel gewesen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, muss ich vorsichtig jetzt mit umgehen. Ja. Weil wenn man da drunter halt nicht so wirklich geschminkt ist, dann sieht man jetzt umso mehr, wenn da kleine Fehler passieren. Andererseits ermöglicht mir die Palette jetzt natürlich, dass ich jetzt dann doch ein bisschen mehr geschminkter aussehen kann. Wenn ich will. Aber es ist ein schöner Bronzer, der dem Gesicht noch so ein bisschen Dimension, ein bisschen mehr Frische tatsächlich auch gibt. Und da ich ja noch mehr Frische haben möchte, gehe ich natürlich jetzt in den Blush rein. Der hat auch einen leichten Schimmer mit dabei. Und ja, ich habe Bock auf viel Blush heute, aber nicht so viel. Ja, ich finde das schön. Das ist so harmonisch zusammen und gibt dem Gesicht halt nochmal so eine schöne Frische. Auch das sieht immer noch relativ natürlich aus, als hätte ich jetzt einfach in der Sonne gelegen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Mit dem Highlighter muss ich jetzt aufpassen, weil meine Base halt wirklich sehr, sehr natürlich ist und der Highlighter recht dunkel. Deswegen nehme ich mir jetzt einen ziemlich fluffigen Highlighterpinsel und gehe nur vorsichtig rein und trage mir den hier auf. Es muss ja nicht zu viel sein. Ich mache das wirklich, ja, wenn ich das zu doll mache, der ist halt Gold. Und ich bin halt einfach eine blasse Nase. Dann wird mir das einfach zu viel. Zu dunkel vor allem. Ja, es ist schon fast zu dunkel wieder, ne? Deswegen gehe ich hier nochmal mit diesem fluffigen Pinsel einmal kurz drüber. Verblend das zusammen, obwohl ich nur ganz, ganz leicht drin war. Und so, wenn man das dann so macht, dann sieht das so aus, als würde man von innen diesen Schein haben. Und ja, das ist halt auch irgendwie ganz nett, ganz nice. Und dann dippe ich nochmal vorsichtig rein für das Näschen. Das mache ich mir wirklich auf die Spitze. Und ich habe gelernt, dass man nicht komplett einmal runter machen soll, sondern dann nur hier oben so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Keine Ahnung. Macht das ein Stupsnäschen? Highlighten wir hier einfach mal die Rötung und die Pickel. Das ist vollkommen in Ordnung, Claudi. Das habe ich gerade einfach mal vergessen. Egal. Das macht man so routinemäßig, genauso hier auch am Kinn, ne? Da highlighte ich dann hier auch meistens so ein bisschen. Aber ich habe ja keine Rötung abdecken können. Aber egal. Das sieht jetzt einfach furchtbar natürlich aus, aber furchtbar im Sinne von schön. Also sehr. Irgendwie cool. Das ist so ein No-Make-up-Make-up-Look. Da könnte ich jetzt irgendwie zu übergehen. Aber nein, nein, nein. Augenbrauenfarben habe ich insgesamt 15. Und da ziehe ich die Nummer 72. Da kommen wir auf die Nummer 12. Revolution Pro. Das ist ein Augenbrauenstift von Revolution Pro. Ja, genau. Hat ein Spoolie. Hat eine Mine zum Rausdrehen. Und der ist leider etwas dunkel für mich. Aber wir schaffen das. Viel mehr als Revolution Pro steht hier gar nicht drauf. Nämlich gar nichts anderes. Man muss sehr, sehr vorsichtig damit umgehen, weil der halt eine krass weiche Mine hat und eine sehr intensive Farbabgabe. Und die Farbe passt einfach leider gar nicht so wirklich, ne? Ist ein bisschen dunkel. Ich bin so schlecht im Farbenaussuchen bei Augenbrauenstiften. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist echt nicht meine Farbe. Warum habe ich den? Das ist jetzt schon relativ dunkel. Geht noch so gerade klar, oder? Gerade so. Ich sehe ein bisschen böse aus mit so dunklen Augenbrauen. Ja. Augenbrauengele besitze ich 5. Ja, natürlich eine hohe Zahl. 55 habe ich gezogen. Da haben wir dann die Nummer 5. I Heart Revolution Tasty Avocado Brow Gel with Avocado Oil. Also jetzt ist es quasi nicht nur ein Fixierungsgel, sondern auch ein pflegendes Öl, welches ich mir auf meine Augenbrauen gebe. Es
Es hat so ein winzig kleines, süßes Bürstchen, was man einfach lieb haben muss. Das hat jetzt auch die Augenbrauen so ein bisschen softer wieder gemacht, weil das so ein bisschen die Farbe auch runtergenommen hat, was ich gut finde, weil es doch etwas sehr hart war, oder? Augenprimer besitze ich 9. Da fällt einer raus, den nehmen wir. Den nehmen wir doch einfach, wenn du schon rausfällst und ganz von alleine runtergehst. Das ist die Nummer 13. Also es ist die Nummer 4. Essence You Better Work Gym Proof and Waterproof Eye Primer. Selbstverständlich, denn wir haben hier offensichtlich eine Drogeriereihe. Nein, keine Sorge. Ist so ein bisschen eingefärbt und kommt auf die Augenlider. Das macht so einen leichten Tint auch noch für die Augen und es fixiert halt wirklich ganz, ganz toll auch das Augen-Make-up. Das muss ich auch sagen. Das hält es wirklich an Ort und Stelle und lässt es nicht creasen oder sonst irgendwas. Also nicht bei mir in die Fältchen rutschen. Das ist ja gerade bei den Schlupflidern super wichtig, einen Augenprimer zu verwenden. Und ja, ich mag den. So. Lidschattenpaletten. Wie gesagt, 73 besitze ich. Und hier haben wir die Nummer 15. Oh! BH Cosmetics, Mrs. Bella, The Dark Side. Super witzig, denn da stand ich letztens erst noch vor und ja, habe überlegt, dass ich den mal wieder verwenden sollte. Da haben wir einen großen Spiegel oben mit drin. Wir haben hier die wunderschönen Farben. Das sind 10 Stück, sowohl matte als auch schimmernde Farben. Wir haben hier noch einen Highlighter mit dabei und einen Blush. Da muss ich mal gucken, ob ich den vielleicht sogar noch gleich verwende. Muss ich mal schauen. Ja, aber zuallererst möchte ich einen Look schminken. Dafür gehe ich zuerst in die Farbe Cloud. Und sette damit meine Lidschattenbase. Jetzt aktuell gibt es übrigens auf BH Cosmetics einen Sale von den Influencer-Produkten mit BH Cosmetics in Kooperation. Das hatte ich auch auf Instagram gepostet. Solltest du mir noch nicht folgen, folg mir da auf jeden Fall, denn da poste ich solche Geschichten, wenn ich das sehe. Als nächstes nehme ich mir die Farbe Warm Sand. Ganz klassisch, damit mache ich mir hier eine Lidfalte. Das ist echt eine schöne Palette. Kann ich wirklich empfehlen und ich habe keine Ahnung, warum ich die so selten verwende. Vielleicht, weil die einfach so dunkel rüberkommt und ich dann doch eher zu hellen Augen-Make-ups tendiere. Ich weiß das gar nicht, aber man kann damit auch ein helles Augen-Make-up schminken. Das versuchen wir jetzt auch mal. Mit Heat vertiefen wir ganz, ganz vorsichtig die Lidfalte. Wir wollen ja nicht zu dunkel werden. Deswegen dippe ich da auch nur vorsichtig rein, um nur einen Hauch Vertiefung reinzubringen. Und so ganz dezente Dimensionen zu verursachen. Da ich ja dieses Schlupflid hier habe, dieses Schlupfding, gucke ich gerade in den Spiegel und setze das hier oben so vorsichtig an und blende mir das da rein. Das ist quasi unterhalb des Knochens und oberhalb meiner Haut. Aber jedes Schlupflid ist ja schon irgendwie anders, deswegen muss man das immer so für sich selber herausfinden, wie da die beste Positionierung ist. Und da kann ich einfach empfehlen, immer wieder hinsetzen, ein bisschen schminken, ein bisschen rumprobieren, vielleicht auch mal das ein oder andere Foto davon machen, um zu gucken, wie es am schönsten aussieht. Und irgendwann, bei mir hat es glaube ich 2 Jahre gedauert oder 1 Jahr, irgendwann hat man dann die perfekte, ja ich habe es auch noch nicht perfekt, aber die optimale, wie man es haben will, Geschichte. Ich möchte wirklich versuchen, nicht zu dunkel zu werden. Deswegen arbeite ich mich jetzt vorsichtig von innen nach außen hin vor und starte erstmal mit dem Highlighter-Ton Gleam. Der ist wirklich unheimlich schön. Gehe ich einmal richtig schön mit so einem Smudger-Pinsel durch und setze mir den zunächst in den Innenwinkel. Dann ziehe ich den hier auch ein bisschen hoch. Der gefällt mir richtig gut. Ich setze mir den auch direkt hier als Augenbrauen-Highlight. Der hebt die Augenbraue echt schön an, weil er nicht zu hell und nicht zu dunkel ist. Das ist sehr, ich weiß nicht, wie ich diesen Ton beschreiben soll. Der ist jetzt nicht natürlich, aber dieser Champagnerton, der in diesem Highlighter drin ist, ist einfach wunderschön. Das gefällt mir. Ich nehme jetzt nochmal den Highlighterpinsel und gebe mir den hier einfach nochmal als Highlighter drüber, damit er sich halt hier auch einfach nochmal wiederfindet. Und das ist sogar einer aus dem Mrs. Bella Pinselset. Ist ja großartig hier. Der Ton Goddess kommt auf mein Zentrum. Da habe ich jetzt auch wieder den Smudger-Pinsel, den ich gerade sauber gemacht habe. Gehe dann hier schön rein, ordentlich, und gebe mir das auf mein Zentrum. Natürlich auch hier wieder aufs Schlupflid achten und etwas höher ziehen. Und nach außen gebe ich mir den Ton Venus. Der ist sehr bröckelig, da muss man aufpassen. Aber er ist schön.
Den ziehe ich jetzt auch in den Goddess noch so ein bisschen mit rein. Und das ist doch hell, oder? Ich finde es relativ hell. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir gehen jetzt nochmal in den Ton Heat rein. Und da nehme ich wieder meinen Blendepinsel von eben. Das ist der, den ich verwendet habe, um meine Lidfalte ein bisschen zu vertiefen. Da gehe ich jetzt auch hier wieder vorsichtig mit dem Blendepinsel rein und mache mir hier eine kleine Verbindung. Weil jetzt weiß ich ja auch, wie weit ich quasi gehen will. Nur so ein bisschen tupfen, ein bisschen blenden. Nichts Wildes, nichts Verrücktes. Das reicht mir auch schon. Der stellt halt auch die perfekte Verbindung mit dem Venuston her, finde ich. Weil die farblich echt mega geil zusammenpassen. Ein bisschen hier noch die Ecken aussoften. Auch das wieder mit einer ganz leichten Hand. Wir wollen ja schon, dass Farbe da bleibt, ne? Gut, dann nehme ich mir wieder meinen Smudger-Pinsel von eben, den ich jetzt wieder sauber gemacht habe. Und jetzt, glaube ich, am unteren Wimpernkranz werde ich ein bisschen dunkler. Ja, dann nehme ich hier den Ton Green Smoke. Das passt auch ganz gut zu meiner Augenfarbe, deswegen habe ich da gerade einfach ein bisschen Bock drauf. Den setze ich mir direkt an den unteren Wimpernkranz. Die hat auch einen leichten Schimmer mit drin. Ziehe ich mir nicht komplett durch. Nur so ungefähr bis zur Pupille gehe ich damit. Denn nach innen hin nehme ich mir wieder den Warm Sand, was ja quasi mein Base-Tut für die Lidfalte war. Genau. So findet sich alles wieder in meinem Gesicht. Highlighter, Base-Ton-Farbe, alles. Ich finde, dass ich mit dieser Palette einen schönen Look geschminkt habe, der relativ hell ist. Also ich habe hier auch keinen Fallout, sehe ich gerade. Nö. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich einen Concealer habe, der etwas deckender ist, sodass meine Augenschatten etwas mehr abgedeckt sind. Aber du, geht auch so, ne? Ich finde es nice. Eine wirklich schöne Palette und ich muss da echt mehr zu greifen. Das ist eigentlich zu schade dafür. Fixing Sprays besitze ich 15. Und da habe ich hier die Nummer 44. Das heißt, wir haben die Nummer 14 und damit haben wir dann doch kein Full-Face-Drogerie. Two-Faced Hangover 3 in 1 Replenishing Primer and Setting Spray. Das brauchen wir jetzt. Oh, mein rechtes Bein ist eingeschlafen. Super unangenehm gerade. Der Strahl ist intensiv. Boah. Ja, ich habe jetzt kein Schwämmchen, um das einzutupfen. Das muss jetzt so von alleine funktionieren. Du. Riecht gut. Fühlt sich gut an. Augenstifte besitze ich 29. Das Problem ist, die sind teilweise auch einfach mal bunt. Oder farblos. Letztes Mal hatten wir einen farblosen. Das war, ja, kann man machen. Die Nummer 60 habe ich gezogen. Das heißt, wir nehmen die Nummer 2. Bella Pierre Gel Eyeliner. Puh, ein Gel-Eyeliner, ja. Das wird jetzt auch schon wieder spektakulär werden. Bin ich ja nicht so der Ultra-Fan von, ne? Also, es ist ja ein Stift, aber der ist halt nicht so haltbar, sage ich mal, wie wenn man jetzt so einen Filz-Eyeliner verwendet. Also, sowas stempelt bei mir tatsächlich doch ziemlich ab, weil ich halt einfach ein Schlupflid habe. Ganz einfach. Und wenn man hier einen Wing ziehen will, ist das nun mal blöd mit meiner Haut, weil die ist im Weg. Das macht ihr dann so Falten. Das kriegt man dann nicht so präzise hin, wie man das gerne hätte. Vor allem muss ich das immer so gestückelt auftragen und kann das nicht so in eins durchziehen. Das ist dann super anstrengend, weil ich ständig die Luft anhalten muss. Es ist mal wieder nicht symmetrisch geworden. Auf der Seite ist es dann doch etwas dicker geworden als hier. Ich lasse das jetzt einfach so. Mascaren besitze ich viel zu viele. 36. Ja, ich mag Mascara halt, ne? Und da ziehe ich jetzt die Nummer 15. Hatten wir nicht eben schon die Nummer 15? Das ist ja echt nicht ein unfassbarer Zufall, oh. Etre Belle Lash Express and Hyaluronic. Das heißt, hier hat man auch noch Pflege mit dabei. Schön aussehen tut sie auf jeden Fall. Und super günstig ist sie auch nicht. Ich glaube, die kostet auch ihre 15 Euro. Gummibürstchen ist am Start. Nice, ich mag Gummibürstchen. Also so rumhalten, wenn man die oberen Wimpern tuscht, ne? Nicht vergessen. Riecht nach Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht.
Ich weiß nicht, ob die Mascara pflegt, aber sie macht mega geile Wimpern. Wow! Es überwältigt mich schon so ein bisschen. Die verlängert die richtig krass, die fächert die auf und die trennt die. Also du hast jetzt nicht irgendwelche Fliegenbeinchen oder so dazwischen. Das ist echt heftig, ne? Und das finde ich voll gut. Das gefällt mir. Die ist klasse. Yay. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber mir gefällt die gerade echt gut. Bei Lippen und Lipliner ist es echt immer so eine Sache, weil Lipliner und Lippenstift passen ja nicht unbedingt zusammen. Aber hey, da muss ich dann halt immer so ein bisschen kreativ werden, ne? Fangen wir erstmal mit dem Lippenprodukt an. Ich besitze 65 Lippenprodukte und trage sie leider viel zu selten. Da habe ich jetzt gezogen die Nummer 14 und Lipliner besitze ich 18. Wow, da fällt schon wieder einer raus. Da habe ich gezogen die Nummer 19. Das heißt, es ist die Nummer 1. Ja, diese Lippenkombi wird echt der Wahnsinn. Arcaria German Cosmetics 24 Permanent Lip Liner. Yay. Hatte ich mal in einer Luxury Box mit drin. Die sieht aus wie ein Filz-Eyeliner und kitzelt unfassbar auf den Lippen. Da darfst du dich null vermalen, denn der ist permanent. Also der ist wirklich intensiv und da und bleibt. Wirklich. Ich halte die ganze Zeit die Luft an, weil ich echt Panik habe, dass ich übermale, ne? Okay. Einigermaßen symmetrisch, wa? Das ist wie damals, als man im Kindergarten sich selber die Lippen angemalt hat mit Filzstiften. Ja, theoretisch könnte man das auch wirklich so tragen. Der macht auch super schöne weiße Zähne. Ist das nicht krass? Richtig krass. Das ist dieser Blauanteil, der da wahrscheinlich drin ist. Es passt null zum Augen-Make-up. Null. Aber es wird noch schlimmer, glaube ich, wenn ich gleich den Lippenstift auftrage. Ja, aber so, also man kann es so lassen, wenn man das mag. Aber ich bin einfach ein Fan davon, dass ich halt irgendwas noch auf den Lippen habe, damit sie nicht ganz so trocken sind. Man könnte natürlich ein Gloss oder sonst irgendwas auch noch drüber geben. Nein, ich gebe mir da gleich einen Lippenstift drüber. Es ist aber wirklich etwas, was kussecht ist und was dir wirklich, es wird dir halten den ganzen Tag. Also sei vorsichtig beim Auftragen, wenn du sowas aufträgst. Ich finde meine Lippenform jetzt auch nicht hundertprozentig. Die werde ich jetzt gleich noch ein bisschen korrigieren. Ja, oben, ne? Das macht aber schon eine schöne rote Lippe, würde ich mal so sagen. Clinique Love Pop, das ist null passend, weder zum Augenlook noch zum Lipliner bzw. zu dem Untergrund, den ich jetzt habe. Gut, ist egal. Lip Color and Primer Rouge Intense Base. Das ist nicht die Farbe, die ich brauche. Witzig, das Rot ist so intensiv, dass es doch irgendwie zusammenpasst. Finde ich gut, denn normalerweise ist es diese Farbe. Jetzt mit dem Rot ist es nicht diese Farbe, ne? Nein. Aber das ist nicht schlimm. Also, ne, hätte ich jetzt einen Pink auf meinen Lippen oder so einen Mauve-Ton noch drüber, der halt zu deckend wäre, sähe das auch irgendwie ganz schön matschig aus, oder? Weiß ich nicht. Nun denn, wir haben ihn fertig, den ausgelosten Look. Und apropos auslosen, in diesem Video gibt es auch etwas zu gewinnen. Genau, da gibt es eine Verlosung. Und was es zu gewinnen gibt, das zeige ich dir jetzt mal. Da habe ich doch eine wunderschöne Box mit wundervollen bunten Dingen zusammengepackt. Hands on Veggies, das ist ein Shampoo. Revolution Precious Stone Rose Quartz, eine Highlighter Palette. Ein Tee. I Heart Revolution Heartbreakers, das ist ein Blush. Ein Sephora Badestirn. Ein Liquid Lipstick von Hypoallergenic Belle. Und eine Lidschattenpalette von Catrice. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist ganz einfach. Schreib mir unten in die Kommentare deine drei absoluten Lieblingsprodukte, woher auch immer, Drogerie, High-End, was auch immer, wie auch immer, schreib das einfach unten rein. Und ja, dann nimmst du automatisch an der Verlosung teil. Unten in der Infobox stehen nochmal alle Teilnahmebedingungen aufgeführt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich... Oh, das war meine Nase. Ich habe...
mir an die Nase gehauen. Fühl dich trotzdem ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!